Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute zeige ich euch einen echten Klassiker. Es ist ein Eierlikör-Gugelhupf nach Omas Art, so ein typischer Sonntagskuchen. Er bleibt tagelang frisch und saftig, ist sehr einfach und schnell gemacht und einfach nur köstlich. Die Zutatenliste habt ihr schon gesehen, los geht's! 5 Eier, 250 Gramm Zucker und 8 Gramm Vanillezucker mit einem Handmixer ungefähr 5 bis 6 Minuten schaumig schlagen. Und wie man es im Video gut erkennen kann, wird die Masse dabei auch hell und luftig. Dann 250 Gramm Mehl und 16 Gramm Backpulver vermischen und in die Schüssel sieben. Ich habe es wahrscheinlich schon zigmal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal gerne, weil es wichtig ist. Gesiebtes Mehl lässt den Teig und somit auch den Kuchen luftiger und lockerer werden. Also nehmt euch die Zeit, ihr werdet es auch nicht bereuen. Dann 250 ml Öl hinzufügen, am besten Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Ich habe Sonnenblumenöl verwendet. Und zum Schluss noch 250 ml Eierlikör hinzufügen, ob jetzt selbst gemacht oder gekauft, ist völlig egal. Ich habe meinen Eierlikör gekauft. Vielleicht sollte ich eine Sache noch erwähnen, und zwar alle, die nicht so gerne mit Öl backen, können das Öl durch 200 Gramm zerlassene Butter ersetzen, also 20% weniger als Öl, aber das Öl macht den Kuchen wirklich saftiger. Alle Zutaten dann ganz schnell zu einem Teig verarbeiten und den Teig in eine Gugelhupfform füllen. Meine Backform hat einen Durchmesser von 23,5 cm und ich habe sie vorab mit Butter eingefettet und mit etwas Mehl bestäubt. Und wie ihr bereits gesehen habt, ist der Teig sehr flüssig. Die Backform dann mehrfach auf die Arbeitsplatte schlagen, damit große Luftblasen zerplatzen, und dann in den vorgeheizten Backofen geben. Den Gugelhupf dann bei 170 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 150 Grad Umluft 60 bis 70 Minuten backen. Mein Gugelhupf habe ich mit Umluft gebacken und er war noch nie länger als 60 Minuten im Backofen. Aber das hängt ja natürlich vom Backofen ab. Ihr könntet zum Beispiel eine Stäbchenprobe machen und bei Bedarf den Kuchen etwas länger im Backofen lassen. Hier sieht man das auch ganz gut. Mein Stäbchen ist völlig sauber und trocken. Das heißt, der Kuchen ist durch. Ich gehe dann folgendermaßen vor. Ich lasse meinen Gugelhupf erst 10 bis 15 Minuten in der Backform abkühlen, stürze ihn dann aus der Backform und lasse ihn vollständig auf einem Kuchengitter abkühlen. Man könnte ihn dann mit einer Glasur überziehen, wie zum Beispiel mit einer Zitronenglasur oder mit einer Puderzuckerglasur oder mit einer Eierlikörglasur oder einfach mit weißer Schokolade überziehen. Ich mache das alles nicht, ich mache das ganz klassisch. Wenn er komplett abgekühlt ist, bestäube ich ihn mit etwas Puderzucker und dann schneide ich ihn an. Und das zeige ich euch natürlich auch noch, damit ihr sehen könnt, wie wunderbar saftig und locker dieser Gugelhupf ist. Er klappt immer, er ist für jeden Anfänger geeignet, er bleibt auch tagelang frisch und saftig und ist einfach nur klasse. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sag auch schon mal Tschüss. Bis dann.